Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. So kann ich den ausweichen. Geil, und das bleibt ewig aktiv. Ist ja fett. Naja, okay, nicht ganz ewig, aber lange. Was geht ab, Samuel? Zack. Wobei, ich will noch bald hören. Oh, Gänsehaut. Geil. Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Da müsste ich, würde ich mir auch mal die englische Synchro ganz gerne zum Vergleich anhören. Von dem Herz. Wie die ist, aber die deutsche ist recht gut geworden. So. Eigentlich wollte ich eine Pause machen nochmal, aber dann hören wir uns erstmal ihn an. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Okay. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Alles klar. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal kurz eine Pause. Geh lullern. Und dann geht's gleich weiter, denn ich will gar keine Pause machen. Ich kann dann gleich auch noch mal gucken, wie viel Speicher ich habe, aber das dürfte eigentlich noch ausreichen. Ich würde sagen, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Für alle, die es interessiert, es lief super auf dem Klo. Aber das nur so am Rande. Ich hatte aus gutem Grund hier so aufgehört, dass ich auch dran denke, das zu lesen. Hätte ich nämlich sonst jetzt schon wieder vergessen. Der vorzügliche Tallboy. Alter Schwede. Auszug aber aus einem offenen Brief eines anonymen besorgten Autors. Was Sie hier lesen, ist die Wahrheit. Ganz gleich, was die Obrigkeit, die über uns herrscht, ihnen weismachen will. Nicht von ungefähr ist der frühere kaiserliche Meisterspion derjenige, der nach dem Tod der Kaiserin die Macht an sich gerissen hat. Aha! Der Meisterspion ist also an der Macht. Ich wollte nämlich schon gerade sagen, wenn das dieser Ober-Dings da ist, der andere, warum wir den schon umbringen, wenn er doch der Kaiser ist, in Anführungszeichen. Wir, die wir namenlos bleiben werden, glauben, dass diese Ereignisse miteinander verknüpft sind. Die Zeichen der Unterdrückung sind überall zu sehen. Die Entwürfe Solokovs, ursprünglich geschaffen, um Licht und Wärme in unsere Häuser zu bringen, wurden ins Gegenteil pervertiert, um uns Angst einzujagen und um unsere Bewegung in der Stadt zu kontrollieren. Und woher stammt diese Seuche? Manche sagen, sie sei importiert worden. Eine kühne Theorie? Vielleicht. Ja, importiert klingt ein bisschen komisch. Eine von uns riskierte ihr Leben, um ein internes Regierungspapier in die Hände zu bekommen, das wir bald vervielfältigen und austeilen werden. Der vorzügliche Tallboy. Darin werden die Vorzüge dieses neuesten Mitgliedes der Stadtwache gepriesen. Für die, die auf der Straße unter ihnen leben, sind die Vorzüge der reinste Horror. Von Verbrechern auf Stelzen verbreitet, die Feuer auf die Kranken und Armen niederregen lassen. Für sie ist der Tallboy ein weiterer Unhold der Regierung. Mit Brandgeräten bewaffnet, schwer gepanzert und hoch oben thronend schaut er auf die kleinen Leute der Stadt herab. Wir wissen jetzt, dass die Tallboys stark unter Drogen stehen und eine Substanz einnehmen, die sie schmerzunempfindlich macht und außerdem jedes Mitgefühl zum Erliegen bringt, über das sie normalerweise verfügen würden. Vorzüglich? Das glauben wir nicht. Kopieren Sie diese Worte und teilen Sie sie mit Ihrem Nachbarn
und denken Sie immer daran, wenn die Gezeiten am niedrigsten stehen, wird sich die Wahrheit offenbaren. Also praktisch, wenn Ebbe ist. Nun gut, wir haben eine Mission. Und es wird Zeit, die mal zu erfüllen. Oder zu beginnen. Oh, da gibt's noch was. Hallo, ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Okay, also ich muss verhindern, dass der da... Sorgen Sie doch... Ziele. Callista hat einen Onkel, der Hauptmann der Stadtwache von Dunwall ist. Hauptmann Kernow versucht, das korrupte Regime von innen heraus zu verändern und stößt dabei auf großen Widerstand. Schiffer Samuel hat... Gut. Also, ab zu Samuel. Oder Samuel, wie auch immer. Haben Sie daran gedacht, Piero einen Besuch abzustatten, bevor wir uns auf den Weg machen? Habe ich schon alles aufgerüstet. Nur mit der besten Ausrüstung. Aber gut. Dann statte ich ihm nochmal einen kurzen Besuch ab hier. Was kann ich für Sie tun? Gibt es... Oh, eine Rune. Runen kann man sich auch kaufen. Wie geil ist das denn? Für 500 kann man sich Runen kaufen. Fett. Ganz ehrlich, scheiß auf das Mais. Ich kaufe mir Runen. Dann kann... Die kann man sich auch kaufen. Toll. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Portal. Dass das so schnell geht. Oh, was liegt denn da? Hinter dem... Stand er da schon die ganze Zeit? Kennen wir das schon? Oh, okay. Wenn das Herz weiterschlägt, wird dann der Geist nie ins Jenseits gelangen. Ich kann ein Herz von Elektrizität für immer schlagen lassen. Aber was bedeutet das für die darin gefangene Seele? Es wäre einfacher, wenn ich darüber nicht zu nachtschlafender Zeit nachgrübeln würde. Ich gehe nur ungern Gedankengängen nach, die einem Traum entspringen. Hm, ein Traum, was? Der Fluss wohl. Ist wohl gemein. So. Jetzt sind wir bereit. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Kann losgehen, Alter. Oh ja. Setzen wir unsere geile Maske auf. Destillierbezirk. Destilleriebezirk. Oberaufseher Campbell. Oberaufseher Campbell ist der Kopf der militanten religiösen Fraktion Dunwills und ein enger Verbündeter des Lord Regenten. Allerdings ist Campbell auch durch und durch korrupt und weiß, wo sich Emily befindet. Dringe ins Büro des Oberaufsehers ein, stiehl sein Tagebuch und beseitige ihn. Außerdem wird Martin, ein Verbündeter der Kaisertreuen, dort gefangen gehalten. Befreie ihn und verhilf ihm zur Flucht. Na dann. Regen. Kein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch Alter, das sieht geil aus. Und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Okay. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Alter, das klingt ja mal richtig scheiße. Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Na dann.
erstmal was futtern. Ne? Rune, Knochenartefakt, Lichtwand, Rune, Knochenartefakt. Okay. Da ist ein Feind. Gut, das hätte ich dafür jetzt eigentlich nicht gebraucht, aber mal schauen, was das Herz dazu sagt. Ah, geil, das mit dem Blickfeld ist echt nice. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. So, erledigen wir ihn gleich mal hier drunter. Eins, zwei, drei. Gut, immer her damit. Gut, den hätten wir entsorgt. So, da muss ich ganz hin. Das heißt, ich muss da oben praktisch über die Brücke rüber. Oder komme ich da? Kann ich mich so weit teleportieren? Nee. Eins, zwei, drei, hoch. Ich versuch's mal mit Schwimmen hier rüber. Ob ich dann wohl hier hochklettern kann irgendwie? Ja, kann ich. So. Knochenartefakt. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauscht. Du kannst in Bereichen Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Okay, dann rüsten wir das doch mal aus. Nervtötendes Ziel 1. Gegnerische Schüsse können mit geringer Wahrscheinlichkeit verfehlen. Tja, besser als gar nichts. Schnappe ich mir mal noch den Beutel hier, fress noch ein bisschen was. Und ein Buch. Tod im Monat der Lieder. Auszug aus einem längeren Werk, übersetzt aus dem Serkronischen von Anisa Matteo Serkonus. Sie war schüchtern im Monat der Herdfeuer, versteckte sich vor meinen parfümierten Briefen, ein sommersprössiges Heilmittel für meine Einsamkeit. Sie lächelte im Monat des Regens, aß Feigen direkt vom Baum, mit einem Traum, um die Inseln zu segeln. Sie heiratete im Monat des Clans, ihren Seemannscousin aus Culero, einen schrillen Vogel, der in meine Brust sich bohrte. Sie starb im Monat der Lieder, geschlagen von einer Krankheit aus dem Osten. Ein schrecklicher Kuss auf ihre kühlen Lippen. So eine Art Gedicht wohl. Warum nicht? Ich fühle, wie ein großes Zeitalter zu Ende geht. Ja, wie kommen wir jetzt hier runter, ist natürlich die Frage. Können wir hier runterspringen? So. Ja, damit habe ich schon fast gerechnet, dass sowas kommt. Gut, immer her damit. Kann ich mich auch aus dem Wasser teleportieren? Ja, kann ich. Sehr nice. Sehr nice. Ich würde mal sagen. Ach so, geht weg. Verdammt, ekelhaft. Feind oder nicht Feind? Ich betäub sie mal besser. Achtung, Bürger von Dunwall. Nach direktem Kontakt mit einem Infizierten oh, oder Weiner Überlebender, gut. Müssen Sie 2 Tage lang in Quarantäne bleiben. War doch kein Feind. Wenn Sie Zeichen einer Infektion bemerken, melden Sie sich zur Verlegung in den überschwemmten Bezirk. So, was sagt denn das Herz? Oh, Rune 71 Meter. Ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben.